Warum ist das tatsächliche Realität, dass hinter den Festen wie Halloween, aber auch hinter Religionen und Götzen tatsächlich Satan und seine Dämonen steht? Warum ist das Realität? Erstens, Satan will Anbetung und Verehrung. Er will die Anbetung und Verehrung, die Gott gebührt. Deshalb initiierte er die Rebellion gegen Gott als Luzifer, um an die Position Gottes zu kommen. Er will die Gottgleichheit rauben. Und von Christus wird gesagt, dass Christus die Gottgleichheit nicht geraubt hat, sondern dass er tatsächlich Gott hat. Aber der Teufel will diese rauben, denn er will die Verehrung und Anbetung und Herrlichkeit, die Gott gebührt. Zweitens, deshalb trat er an den Mensch heran, um den Mensch abzubringen von Gott und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er trat mit einer Lüge heran als Vater der Lüge. Die hauptzentrale Lüge des Teufels ist, der lebendige Gott ist nicht wirklich euer Gott. Er zweifelt Gott an und initiierte so den Sündenfall. Drittens, seit dem Sündenfall ist der Mensch ein völlig entfremdetes Geschöpf von Gott. Der Mensch kennt Gott nicht mehr, er hat keine Beziehung zu Gott, aber er hat noch eine Sehnsucht nach Gott und eine Ahnung von Gott. Viertens, an diese Sehnsucht des Menschen knüpft Satan an. Er will diese Sehnsucht stillen mit Substitute. Er kommt mit Religionen, Götzen und Esoterik, Spiritualität, die Liste ist ewig lang, auch mit Dingen aus teilweise Geist, aus christlichem Bereich, mit Marienverehrung, mit Engelskult und vielen Dingen mehr, tritt er an den Menschen heran mit Substitute, um damit die Menschen diese Dinge verehren und nicht mehr den lebendigen Gott. Und nun greift das geistliche Prinzip. Indem nun die Menschen diesen Götzendienst betreiben und diese Dinge verehren, die quasi den lebendigen Gott ersetzen, indem sie dies tun, verehren sie nämlich Satan, der diese Dinge ihnen gegeben hat. Sie verehren Satan und seine Dämonen. Satan ist der oberste Dämon und geben ihm damit indirekt die Ehre und damit kommt er ans Ziel. Er hat die Aufmerksamkeit und die Ehre und Anbetung von Seiten der Menschen, die eigentlich Gott gebührt. Deshalb ist ein heidnisches Fest wie Halloween satanisch und dämonisch und wer das feiert, öffnet sich letzten Endes den satanisch-dämonischen Mächten.